Wir trinken gleich mal Kaffee. Wir bauen erst, wir können mit dem Bikes einfach fahren. Ja, fahren wir erstmal. Wie kalt ist der schon? Ah, der war so, so haltbar. Stimmt, weißt du, wie, so, wie wenn man nachts in so eine Tasse gepisst, nee, in so eine Bonne gepisst hat, und dann rollt sie anfasst, dann ist sie noch so haltbar. Ich glaube, der Temperatur ist dann so abgeschlossen war. Ja, aber das passt nicht ganz der Vergleich, weil es ist wärmer als Körpertemperatur, würde ich jetzt mal sagen. Hier Bananenbrot, Bananabread und noch so ein angefressenes. Wir werden das angefressen. Ricotta, ich weiß auch nicht, weil so eine, da kam so eine Biene reingeflogen. So eine fette Hunde, weißt du? Alles geil. Moritz? Danke dir. Das ist irgendwie Ricotta und Almond oder so. War geil. Ja, wie weit steht denn der Typ da? Auch mal so perspektivisch gesehen. Kann man so twirlen in Spanien? Haben wir auch schon wildere Sachen gemacht, gell? Machen wir, wenn wir das komplett reinschieben, das Ding? Ja, dann müsst ihr, also dann habt ihr halt keinen Fotovideograf. Ja, auch gut, aber eigentlich das, ist das passt doch. So, wenn wir das andere und mit anderen oben drauf legen und morgens sich so reinlegen, stundenlang geht's ja, oder? Aber guck mal, wenn ich reinlege, dann geht's vorne so reinstecken. Oder so? So? So geht doch, oder? So. So geht doch. Ey, warte mal, fuck! Gucken wir uns die anderen an. Das ist 2005. Fuck. Oh nee. Nee, das ist schon. Der hier ist schon da. Ja, der ist breit. Aber warte mal, dann kann es sein, dass es. Okay. Ja, scheißegal, Alter. Das war aber echt super. Fuck, das war irgendwie. Lustiger, dass wir den 225er überhaupt haben. Der ist eigentlich unnötig, gell? Der Racing Graph 2. Ah, gut, vielleicht, wenn es matschig ist. Ja, wenn es matschig ist. Gut, das habe ich nicht gecheckt. Abfahrt! Abfahrt! Ja. Jetzt ist irgendwie. Ja, das habe ich mir irgendwie gedacht, dass ich das einfach mal nutze und das Feature irgendwie nutze. Vordrehen, oder? Aber bleiben ja nicht viel. Scheiße, warte mal, jetzt schickst du gar nicht mehr. So? Nee, anders schon. Diese Technik. Also, pass auf. Da steht ja gar nichts mehr. Alter. Wir können auch einfach die Kette aufmachen. Ja. Haben wir Kettending dabei? Ich habe eine Dings dabei, eine Zange, ja. Ein Kettenschloss auch, ja. Aber hast du zufällig mehrere Kettenschlösser dabei? Nope. Aber das können wir ja auch als Ersatz nehmen dann. Ja. Das Kettenschloss. Das da, ja. Ich hab's. Hast du's? Ja, ich hab's. Also, das nächste Mal machen wir einfach das ganze Schaltwerk weg. Lang hinten. Geriffelt oben. Gut! Die Schulterporte gerade auch selbst noch. Ja, oder? Ja, hallo
Lukas Baum von Speed Company. Bin ich hier richtig bei der Mechaniker Help Hotline? Also ich habe folgendes Problem. Auch hier wird ein Profi-Werkzeug geschafft, ne? Ja. Und da kommt was zu. Ich soll Rauch, genau, ich gedacht, da kommt was. Aber ich hatte dann immer Carbon-Schafte, dann war es ja immer mit der Ding. Eingeklebten Ding. Oder die waren halt schon drin und früher als Hobby habe ich es halt immer so richtig geil mit so einer Schraube irgendwie so dong dong reingedengelt. Weißt du, U15 Zeiten. Ist er dabei? Ah, ich hab's vergessen. Kann ich mir die ausleihen, ich bringe das morgen übermorgen zurück. Was eigentlich? Nee, die Schraube und die Kappe. Eine Schraube und eine Kappe? Ja. Ja, finden wir bestimmt was Schönes von KTM, oder? Also, sieht schon cool aus, oder jetzt? Mit dem pinken Dekors und mit dem pinken Griffen? Ja, ich find's gerade. Nee, ich find's geil. Ja, echt? Ja, klar, ist geil. Ich hab auch mal so komisch Griffe. Warte mal, do you like it? Not really. Hey, aber eigentlich sind das jetzt die blauen Lackierungen, sieht aus wie euer Bike letztes Jahr, oder? Stimmt, ja, ist ziemlich ähnlich, ja. Ihr habt da auch so ein Blau gehabt. Das sind KTMs. Fast. Schön arschgerettet. So, kannst du es nochmal in die Kamera sagen? Also vielen Dank an Singer Racing für die Unterstützung. Für die tatkräftige Unterstützung. Wir werden uns bei gegebener Gelegenheit remuschieren. Falls es irgendwann mal auftaucht. Ich glaube, Mechaniker technisch können wir da nicht viel machen. Aber wenn wir uns irgendwann mal in der Bar sehen, gibt es ein Bier auf uns. It's so slippery here, and there are loose rocks everywhere, and then mixed up with big rocks which are not loose. I'm a hero. Yeah. For real, also. I love it here. Prologue and parts of the pre-last stage. Yeah. Yeah, a bit of everything. Also from the second last stage, also one climb. Yeah. The long one. Yeah, that's what I mean. You're starting tomorrow already. Yeah. I think so. Are you ready? No, I think it's okay. Always a bit weird to start into the first race of the season. Yeah. You, have a you never know. Potato on your lash. Potato? Ah, from Lucas. From Luke. Another one. Ah. Yeah. Nice. Nice, die Saison ist eröffnet. Maximal käsig auf jeden Fall, ey. Aber echt, ey. Also echt, deine Haut hat echt schon ein Jahr lang gefühlt keine Sonne mehr gesehen. Auch deine Hände, wie weiß ich mit deinen Händen? Fuck. Du bist echt extrem weiß da oben. Ja, aber echt. Vom Zwischen her. Für mehr Ernährungstipps einfach bei Speed Company mal allein bleiben. Auf jeden Fall haben wir eine hohe
kalorische Dichte hier in dem Kofferraum liegen. Auf jeden Fall, ja. Thank you. Hat ihr denn nicht die 1 gegeben? Nö, Mann. Ich hab 6. Ich hab 6. War ja klar. Ich weiß auch nicht, ey, was da los ist. Oder hab ich 69 oder 96? Okay. Wo bleibt der Spiel? Alright. I'm shopping. Can you show me your badge? Where is this? I don't even know. And now the real one? The real one? There. Blitz. Hier das Ding. Ah, der Blitz ist schon cool. Was stürzt du? 185. Ich habe jetzt voll aufgepumpt, weil es hat so viel. Also, es hat vorhin irgendwie, ich war zu sehr im Sack, fand ich. Vorne 110. Okay. Aber dann musst du deinen Dämpfer ein. Aber ich habe halt hinten, also oben, an das hatte ich jetzt halt auch viel mehr Hebel irgendwie. Ich habe das Gefühl, wenn du da oben drauf sitzt, dass das dann so nochmal ganz andere Hebelverhältnisse sind. Aber ich jetzt hier meinen Sack probiere. Mal kurz Sacktest. Ich habe es jetzt halt so gemacht, dass ich hier bei dem komischen Rumpjumpen auf dem. Okay, machen wir den mal. Da geht's 30%. Sack. Ja, ich 25. Ja, mach das mal richtig drauf. Ja, drauf halte ich. Ja, klar. Also, ja, genau. Ja, weil das war vorher, ich hatte vorher glaube ich 150 drin. Kannst du nachher mal, oder? Egal. 180 hast du da drin. Ja? Das ist ja krank. Ja. And I thought the big one is feeling better for all of you, so. And even with deodorant action, so all of you stinky bastards smelling better. Also es geht erstmal hier so am Beach entlang vor. Ich glaube mindestens 8 bis 10 Kilometer. Und dann geht es schon eine ordentliche Rampe erstmal hoch, aber danach dann echt auch wieder so ein Zieheranstieg, der uns, denke ich, auch ganz gut liegt. Also eigentlich die letzten Jahre hat es immer ganz gut funktioniert hier beim Prolog. Also beide von euch? Ja, wir waren eigentlich beide immer ganz gut. Also klar, ich hatte es die letzten Male hier ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen eine geilere Shape schon am Start als der Baumi vielleicht. Aber ja, ich glaube, es passt für uns beide. Ja, nachher wissen wir mehr. How's it? Standard. 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 Verloren. Verloren. Ja, ich glaube 40 Sekunden auf dem Baut. Alemann. Da kam 12 Sekunden dahinter der Seewald, dann irgendwie der Manticon kurz vor mir, dann ich. Ich hatte dann, wie gesagt, 40 Sekunden auf dem Baut. Und dann der Baumi direkt hinter mir mit eine Minute auf dem Baut. Nee, ich fand es dieses Mal irgendwie. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich war deutlich langsamer, als ich dann am Ende war. Okay. Weil irgendwie hatte ich nicht so den Drive. Ich bin so ein bisschen rumgestaut teilweise. Und irgendwie hat sich alles ganz komisch angefühlt. Aber ich glaube, es liegt doch an der Dropper-Post, habe ich gerade eben wieder beschlossen. Die muss es wieder weichen. Ich glaube, es fühlt sich halt. So hat sich für mich auch die erste Etappe Costa Blanca angefühlt. Du kriegst halt da am Anfang, man startet so, hat Adrenalin und dann. Hey! Und danach hast du halt brutale Laktatdusche und dann muss dein Körper erstmal wieder, wie gehe ich mit dem Scheiß um? Und dann kommt man so langsam rein. Also die letzten 10 Minuten besser angefühlt als die erste halbe Stunde. Also, ich finde es eigentlich ganz okay. Eigentlich hätte ich schneller fahren können, aber es tat trotzdem halt weh. Ja, aber ich habe so manchmal so, das war einfach nicht so der Drive. So, ich bin da unten teilweise so rumgeeiert. Das erste Rennen. Ja, eben. Morgen machen wir sie alle. It was a tough day.
distance to the leader is not it's not a long day. We just need to rest up and then take tomorrow. It's not much to the leader, so we try to give everything tomorrow. Perfect. Thank you. You're welcome. Yeah, I don't know if the engineers have it right, but I cannot program my FTP in there. I think it's the maximum you can put in is 500, but it's not fitting. Mine is 550 somewhere. Yeah, that's why. No, but I think 60 kilos. Maybe that's really the reason. I don't know. We have to check. But especially after the first races, you're so high on adrenaline that afterwards you almost fall asleep, you know, because it's like adrenaline peak and then you dump everything. Thanks. Das ist London, was soll man das geile Kaffee oder so zusammen. Das ist Sirup, das heißt eben Sirup. Möglich. How is it in the morning for you? Is it? Go to the star and stuff? Easy warm-up. No warm-up, as always. Yeah, I mean, even a bit more than usually. Than usually, or I think there were even less warm-ups. Or less. Yeah, it was not a new high not a new highlight. Yeah. I think how long was it? 12? No, 20. Minutes. 12 minutes. New record? No record. What was the record? 13 and a half. Nothing, maybe? Just rolling from the camper to the start line? No, the record. How about the time trials? Mm-hmm. Yeah, maybe. Maybe it was close to the record. Was passiert? Wetterlage bescheiden, aber Etappe, ja, lass uns überraschen. Wir kennen die ersten 10%, letzten 10%, aber zwischendrin gibt es 80% große Fragezeichen. Nee, bin mal gespannt. Also ich glaube, heute wird die traillastigste Etappe und mountainbikigste Etappe. Aber gut, wir haben eine Minute aufzuholen. Oder 42 Sekunden und eine Minute. Ich wollte einer los, so warm ist es nicht. Ja, also wenn ich vier Flaschen saufe, ist es viel. Ja. Ich war mit einer los. Oder die kleinen, oder? Ja. Machen wir vier Flaschen für jeden. Ich muss auch erstmal alles saufen, ey. Okay. Ja. Nee, ohne Scheiß. Und auch erstmal alles. Komm. Okay. Das wird einer reichen. Einer Löffel reicht. Oh, geht noch eine zweite Runde. Zweite Runde, Wertungsrunde. Löffel. Von meinem. Das war auch immer aus so einem komischen, ausgewaschenen Becher trinken. Oder? Mhm.
Sau gut. Sau gut, ey. So, dritte noch? Ja, drei reichen, ne? Ja. Was haben wir dann noch? Deswegen geht dann das Ding aus. Like a bit more aggressive. Like that? No, without. Aggressive, like mixing it. Lucas, I'm trying, but it's gonna get out. No. Then do it yourself. Aggressive. And then the last few sips are extremely like dense. Like over approach. Overport. Überproportional, was ist überproportional in Englisch? Overproportionate. Overproportional, sweet. Or. Ja. Ja. Carbon dense. Ja, können wir auch mal. Ja, das sind schon geile Sachen. Aber wir haben jetzt sogar von Lea irgendwie so eine Rucksäcke. Ja, aber die haben wir auch, weißt du? Wie ist das Feeling für heute? Ja, passt schon. Und die Stage, sagt die zu, oder? Oh, ja, ich denke mal schon. Ich glaube, es wird heute schon richtig anstrengend auf jeden Fall. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Wout Alemann wieder richtig am Anfang Rabatz macht, weil der auch immer so ein Kandidat ist, der da komplett rumstrahlt immer. Also ich denke, es wird eher erstmal anstrengend, aber gut, das kennen wir ja. Kleine Tendi ist auch schon mal. Oh, guck mal, die kleine Tendi. So. Ja, komm, komm. Boah, das ist ein bisschen gut, ey. Ja, das ist andersrum, andersrum. Der Weg kann schon rein. Wo ist denn der andere Etappe? Aber ja, hier waren wir auf dem Podium alle drei. Ja, stimmt. Stimmt. Freie Spitze. Hat der Egger uns gut rasiert am letzten Anstieg. Das ist die letzte Tage auch schon gefahren. Ja. Mit der neuen Felge, der ist schon. Ich muss ein bisschen mehr fahren. Also ich fahre 0,1 mehr als sonst. Ich bin ja jetzt immer gleich im Luftdruck gefahren, aber habe ich gestern auch durchgeschlagen. Ja komm. Oh, Holz war nasser, vielleicht geht's heute. Keine Pumpe da, gell? Nee, weil wir haben Luftdruck drüber. Ja gut, aber ich habe halt schon zu viel abgelassen. Ach so! Ja, bei Luftpumpe haben wir dabei, ey. Das ist ja auch was. Ja, Pappeteisen. Was meinst du? Ich habe gesagt, das ist ein Basic-Tool, was jeder Hobby besitzt. Und der Mo meint, ja, deswegen brauchen wir es ja nicht, weil das ist einfach safe, dass man das schnorren kann. Wir haben nur Spezialtools dabei. Das war eigentlich gar nichts mehr mitnehmen. Was wärst du? Armlenk. Ja, mein langes Trikot, Alter, bist du ja. Nee, ich hab so ein kurz, so ein dünnes langes. Mein, nett, nee. Du gewinnst eh, Alter. Fest am ersten Berg muss ich wieder alles ausziehen, weil der Egger da am Drücker ist, Alter. Schau mal.
How do you call it? The rocks? Yes. The rocks are, yeah. Ich wollte Biss gehen, ich hole euch noch ein. Ja, ich hab's ja schon gedacht. Ja, ja, aber ich war so kurz dran, Alter. Ja, ja, du warst voll im Modus. Und ich hab Angstschweiß hinten im Nacken gehabt, weil ich genau wusste, da kommt der Kicker, weißt du, der Typ. Ja, scheiße. Fuck. Das ist schon mega heiß, Junge. Ja, ja. Alter. Ich hab halt heute hab ich Übermut gehabt in der Abfahrt, ey. Du warst schon, wie bist du da eigentlich rangenommen? Also in der Abfahrt? Ja, wir sind auch nicht so arg schnell gefahren. Ich wollte zum Baut auch schon sagen. Da ja, habe ich halt das Ding kaputt gemacht. Ja, genau. Ja, kauf mal neu. Ich noch mal neu. Ich glaube, wir tun mal ein Assig. Wir müssen ein Assig jetzt einfach mal so PayPal 200 Euro oder so. Das ist Soft-Flat Rate. Vielleicht eher ein bisschen mehr Geld sogar noch. Ah, fuck. Und der hat sich mir aufs Maul gepackt. Ah, die Germans. Hast du gewonnen? Nee. Ja, ich hab bestellt. Ja, da hab ich abgestellt. Ich hab gedacht, ich probiere zu verwalten. Ich hab's gesehen. Wir waren vielleicht auf 100 Meter bei euch hinten dran und da habe ich gesehen, dass der Wout attackiert. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, wenn wir einfach jetzt normal weiterfahren und die Abfahrt laufen lassen, hole ich ein. Ja, wir haben es auch laufen lassen in der Abfahrt. Ich bin hinten raus auch besser geworden, also schneller geworden in der Abfahrt. Weil am Anfang, der Wout ist einmal so richtig runtergeeiert in der einen Abfahrt, wo du rangefahren bist. Da wollte ich ihm auch schon sagen, Junge, ey. Man merkt, dass wir Dads werden auch älter. Podest, Alter. Ja, der Wout ist schon echt krank, ey. Ich musste mal an das Video denken, weißt du? Vom Prolog. Also. Was ist denn so losgefahren? Ziemlich geil. Fast ein bisschen krass teilweise. Also für die Hobbys, das war auch. Ja, auch der vorletzte. Da muss man ja teilweise voll umsetzen und so auch immer. Ja. Und wenn du halt da blind, wenn du so ein bisschen zu sehr drüber bist, dann kannst du dich auch richtig ablegen. Weil da waren auch manchmal, weißt du, so, wenn du bist geradeaus auf so einen Felsabhang zugefahren. Und theoretisch hätte ich auch denken können, du musst einfach geradeaus rüberfahren, hätte sich auf dem Fall aufs Maul gelegt, musst du dann so rumschlängeln. Ja. Wenn du mal einmal verplanst zu bremsen, dann fliegst du einfach komplett. Ja, auf Auge schon gefährlich, ey. Ja. Ich bin auch einmal irgendwie im Stein hängen geblieben, glaube ich, im Schaltwerk. Ja, letzte Abfahrt war Brisket for the Biscuit. Und was habe ich gewonnen? Nicht. Gar nicht. Eine leere Kartusche und ein kaputtes Abfeuerwerkzeug. Minutos, yo creo que al final ha tenido algún problema, quizá alguna avería, caída, hemos visto que... George Herger, un joven altísimo, con unas palancas terribles y que además además las puede tener en Leti, tenemos a los mejores de los mejores. Bueno, pues como punta alemán está en un estado de gracia. Die schwarze Bild eigentlich so im Verhältnis zur weißen Mann. Geht eigentlich. Von der Schwärze. Von der Schwärze her? Ja. Aber wie ist die Schwärze so? Nee, es geht. Also ich bin jetzt nicht komplett am Arsch, aber. Es war schon schnell heute, ey. Ich fand's auch. Also. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jedes Jahr kranker wird, ausgewaschener, die ganzen Wege, ey. Ja. So, sobald man Zielgeschwell ist, ist es so ein. So eine Materialschlacht. Aber es gab schon auch heute auf der Etappe immer wieder Phasen, wo es so richtig gerollt ist. Also auch so richtig schnelle. Also ja, teilweise war es so richtig krass. Also ich bin halt so schnell gefahren, dass ich noch alles so geblickt habe. Weil manchmal fährt ja auch so schnell die Abfahrt runter, dass so. Irgendwie doch. Ja, es ist einfach so. Die Prozessorleistung ist langsamer als die Infos. Bis zu einem gewissen Speed hast du ja wirklich so noch jeden Stein auf dem Schirm. Und irgendwann ab einem Speed, irgendwann weiß ich einfach gar nicht. So, das geht so. Da reagierst dann nur noch. Von einer Sekunde auf die andere, genau. Du verwaltest einfach nicht. Du tust einfach noch das Schlimmste verhindern. Dann wird man vom Pilot zum Passagier, aber ja. Ganz schnell. Ja, dazu sagen, der Krieg, der ging auch nicht so lang. Ich habe nur einmal um die Kurve rum, bin ich mal schneller gefahren. Und dann habe ich das schon ein bisschen so wegignoriert, dass das nochmal so fucking viel steiler wird.
Da habe ich so gedacht, Alter, geil, guten Pace und so. Und alle waren eigentlich drin. Ich habe gedacht, in der Kurve, der tippt direkt an. Und dann hat er sich aber hinten ausgeruht und dann ist er halt im nächsten Strich angetreten. Aber der war auch nicht mehr so fresh wie am Anfang. Also das hat man schon gemerkt. Aber es hat ja trotzdem noch gereicht. Da haben wir auch 3 Stunden gebraucht, ne? Ah, ja. Und der hatte halt einfach, der hatte heute, ich glaube, schon brutal Bock, das Ding nochmal zu gewinnen. Ich zwar auch, aber es hat sich einfach schon so abgezeichnet, dass der tendenziell ein bisschen die besseren Karten hat. So. Also ganz wichtig bei Blobbe, erst kalt anrühren. Hoppala. Also eine genaue Maßeinheit ist ein Teelöffel, Esslöffel für den normalen. Und Espressi werden mit einem halben gemacht. So. Dann ganz wichtig mit kaltem Wasser. Bei 60 Umdrehungen die Minute anrühren, anschwenken. Und auch wieder so kontrollieren. Ja, das Aroma erfaltet sich sehr gut bei kaltem Wasser. Ja, da bei so einem Espresso, da reichen ein paar Tropfen. Und weil Espresso ja schneller gehen muss, dann macht man auch mal ruhig 90 Umdrehungen die Minute. Ah, guck mal, wie das auslöst, die Blöcke hier. Oh, toll, toll, toll. So langsam entwickelt sich auch so eine Creme. Guck da oben drauf. Ja, die stockt ein bisschen, aber langsam kommt sie. Ich habe halt die Umdrehung vergessen, oder? So, jetzt toll, toll. Mm, das schmeckt. Können wir hier nochmal kontrollieren? Sehr gut. Jetzt kochen wir schnell das Wasser auf. Mehr wie so ein Cortado als Espresso. Ein großer Espresso. Ja. Grad, du. Da fährt ja sogar mal der Lukas kurz, du. Nee, war nur gefühlt 12. Und da wir halt nur No Facts, Only Feelings haben hier im aus der Speed Company, wird natürlich das Gar wieder angezogen. Scheiße. Das ist ja auch so, so eine Einstellungsfrage. So. Guck mal, hier, warum gibt man auch das Gefühl der Temperatur an bei Wettervorhersagen? Nehme ich jetzt hier die 18 auf der rechten Seite, die tatsächlichen, oder die gefühlten 12? Das ist die Frage. Knechtung. So. Kann nicht mehr hinzufügen. Wobei, eigentlich schon eher unser Ding wegen flacher. Weil heute sind es nur, es sind weniger Höhenmeter, aber halt mehr als 30 Kilometer länger. Und hier, ja genau, hier oben. Nachdem man das zweite Mal da auf die Höhe hochgefahren ist, fährt man halt schon auch eine Weile richtig flach bis wellig nur entlang. Und die letzten Jahre haben wir hier eigentlich, gut, letztes Jahr bei dir, war schwierig. Da war es halt da schon vorbei. Ja, bei 15. Aber nee, vorletztes Jahr sind wir da zusammen richtig attackiert und konnten da oben richtig Meter gut machen. Ja, bist du also da weggefahren? Ich finde, das ist schon so eine... Das ist eigentlich so wie alle Epic-Etappen so. Ja. Oder so eine durchschnittliche Epic-Etappe. Auch vom Untergrund her gibt es immer wieder so, ja, so roughe Anstiege, die so ganz bucklig sind und so. Also schon ziemlich Cape Epic-mäßig. Also eigentlich eine perfekte Etappe, um so ein bisschen sich drauf vorzubereiten. Wenn es jetzt nicht läuft, haben wir ein Problem. Aber ja.
Racing. Primero 2023, segundo 2022 y segundo la segunda etapa. A 1 minuto 22 del primero, el gran George Egger. Die Straße runter schon? Ja, die Straße runter. Aber ich hab schon Schiss gehabt, ey. Ich weiß, ich hasse sowas immer. Um die Kurve rum, Zielsprint. Ich hab da keinen Bock, also klar, Mediterranean Epic, aber ich hab keinen Bock, mir hier wegen dem Scheiß ein Schlüsselbein zu brechen im Sprint. Aber es war cool. Ich hab auch nicht, also Stevie war stark, ich hätte nicht vorbeisprinten können. Klar, dass ich gewinne. Baut in der Gruppe du, Stutzmann, das ist doch nicht der Schlager. War das jetzt 30 Kilometer langer Zielsprint dann bei dir, oder? Nee, dann musst du die absteigen, dann musst du gleich schalten und dann. Ja, da war ich mal kurz ein bisschen am Limit. Warum? Hab ich nicht nieder, ey. Die Gruppe, die hat mich so angekotzt. Weißt du, du bist die ganze Zeit so am Ackern und drückst dir da die Beine krumm und dann hängen da trotzdem noch so 20 Bongos hinter dir. Aber ein Gefühl, sehen die alle irgendwie fresh aus und du bist. Nee, das war nicht schön. War nicht schön. Legst die nieder. So, legst die nieder. So. Wenn du mir vorbeigerast bist, da wo ich so auf Platz bin, da habe ich gedacht, Junge, bist du eigentlich komplett dumm? Also ich dachte mir so, dass du jeden Moment komplett verscheppert, ey. Also ich habe es eigentlich auch vermutet, aber irgendwie ging es nicht doch. Ja, jetzt haben wir so, einfach so von dem, was ich halt so gestern und vorgestern von dir gesehen habe, dachte ich so, den musst du jetzt eigentlich verlaufen. Geil. Mental Game. Ja, mich hat es komplett aufgestellt dann. Yesterday, unfortunately, I had a flat tire. Today, I felt better. In the beginning, I didn't know. I noticed that Georg was struggling a bit, and as my teammate, I didn't want to, make him suffer too much because he was still in the contender for the GC. So I wanted to save him a bit and maybe help him to attack Bout. But Bout was again super strong, hard to crack, I'm happy that in the end I was second. Yeah, you mentioned about the super strong, but in 107 kilometers he couldn't drop you, he couldn't drop Stevie, he couldn't drop the other guy. Yeah, okay. Nächstes Mal brauche ich mit 48er drauf. Lässt dir oben in der Vizor noch mal eins drauf schrauben. De ver que las bicicletas, aunque hayan tenido un poquito de barro, las han limpiado para incluso dar más construir más imagen. Me parece perfecto. Estas bicicletas después se revisan. Finale. Finale. Brauchen wir erst noch mal schlafen? Ja. Ich habe gedacht, du warst schon als Dingsstrategie, Recovery-Strategie. Hallo. War eine spannende Performance so far von unserem Fotografen, der uns immer noch mal im Whoop-Ranking geknackt hat. Was hat er dann? Aber ich habe echt einen Top. Also, ich habe gerade ein persönliches Highlight. Ich weiß auch gar nicht, wie man so einen hohen Ruhepuls hat, ohne komplett Fieber und keine Ahnung was zu haben. 61, Leute.
langsam am ersten mit Bike Fitting, weil ich habe das Sattel nochmal hochgemacht. Zeitfahrposition. Naja. Ja, aber du bist gut, Alter. Warum ist er nötig, Alter? Den Scheiß anfangen und das ist hart. Oh, Mann. Ich bin in der letzten Abfahrt weg und dann die ganze Zeit noch alleine geballert. Ah, ja, geil, ist gut. Ja, ja. Ah, mega geil. Fuck. Wo ist es so? Der Knecht, der macht sich ran, dass man oben dran bleibt. Ja, ja, es gibt keinen Preis. Heute. Ja, ich bin letzte Abfahrt, halt das erste rein und dann bin ich unten. Ich habe dann, die waren deutlich langsamer, aber ich habe schon auch ein bisschen riskiert. Ich hatte jetzt auch nicht so viel verlieren wie der Bauch. Also, ich glaube, gestern haben sich alle komplett grau gefahren. Ja. Also ich war gestern auch komplett paniert mal. War geil. Ja. Heute ja, ja. Fest oder ist es schon fest? Ja. Wie ging es bei dir dann noch? Ja, mega geil. Aber Alter, ich bin da eine gute Erholung. Halt vorbei, ja. Ich hab dich mal nicht stehen sehen, wo hast du gestanden? Ja, im Anstieg. Ach, im Anstieg? Der hat gleich im ersten Teil, gleich in der ersten Abfahrt. Ja, und der kam dann in der Abfahrt oben, nach der Abfahrt, oder? Nach der, unter, ja, und dann sind wir aber eigentlich gut marschiert, Alter. Da hab ich schon noch gedacht. Ja, ja, war schon mega Zeit verloren da, Alter, Junge. Dann hab ich die scheiß Patronen runterbekommen vom Ding, das ist festgefroren, weißt du? Dann hab ich gedacht, wenn ich das Vollgas reiß mir das Ventil raus. Du brauchst so eins wie ich, Alter. Das kostet 10 Euro, das ist geil. Alter. Ja, ich habe auch schon investiert. Guck mal, so eins. Was ist du für eins? Da musst du nur drauf drücken, ja, Alter. Das war kaputt. Ja, das hat der Baumi von mir gehabt erst. Das war aber am Arsch, dass hier innen das Plastik ausgehört. Aber die ist top, die vom Pro. Ja, brauchst du nur drauf drücken eigentlich. Ja. Mit Dreher und Macher und... Ja, oben in der Vize habe ich 1,5 Minuten gehabt, da brauche ich. Dann hat der Wout halt den Berg hoch ziemlich Gas gegeben. Der ist halt so schnell gefahren, dass er nicht mehr sprinten konnte, weil es war halt richtig schnell. Und dann bin ich halt quasi noch vor der Abfahrt, habe ich mich noch so vorbeigeschoben. Bin dann die Abfahrt runter, dann bin ich unten mit 20 Sekunden raus und Vollgas gefahren halt die ganze Zeit. Hast du auch keine Flasche deswegen angenommen? Nee, ich hatte noch genug zum Saufen einfach. Ja. Halbe Flasche heute. Ja, ich hatte heute keine Zeit zum Trinken. Keine Zeit zum Trinken gehabt, ey. Ja, Alter, weißt du, wenn man weg ist mit Lubomir am ersten Anstieg und dann platt fährt und dann 1,5 Minuten steht, dann ist halt vorbei. Genauso vorne mitfahren können heute wieder. Jetzt habe ich halt zweimal platt geschossen und deswegen war es halt im GC scheiße. Und jetzt heute scheiße, aber naja. Ich weiß, wie meine da sind. Wir waren 2 und 3, aber wir waren dieses Jahr schneller als letztes Jahr, teilweise. Abgehängt. Aber viel, weißt du, nicht nur so 2, 3, die erste 15. Du guckst mit 6 Mann von hier. 30 Sekunden später, du denkst, ah ja, da kommt keiner mehr. Dann drehst du dich um, guck, 6 Mann nach. What just happened? Ja, ich wurde ermahnt, weil ich keine Race-Clothing an habe. So, ich hab mir schon fast gedacht, fuck. Nicht die erste und nicht die letzte Ermahnung, die Speed kommt nie von oben. Ich hab mir gedacht, wer mit Flipflops bei der WM aufs Podium gehen will, der kann auch hier mit so einer Jacke. Ich kann einfach in dem Clothing auch mal racen, dann ist es auch okay. We'll be right back.
call this move the snake attack. Wenn man so langsam eingeht, weißt du, wird ja eh immer alles so. Dann kommst du langsam ins Wanken und irgendwann hörst du komplett auf zu drehen. Ja, gemein, geht's dann von Beinarbeit zum Armarbeit. Immer mehr. Bis die Beine wieder recovered und dann wieder zurückschalten. Super Produkt. So, boah, Spitzenprodukt. That's the food of champions. Nach 50 Metern ist der Kreisverkehr viel grauer. Grau oder grau?